Herzlichen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine ordentliche Fleißarbeit der Bundesregierung, auf unsere 186 Fragen zu antworten. Der Fleiß bestätige ich Ihnen, der Inhalt hält mit dem Fleiß aber nicht stand. Und was überhaupt nicht von der Bundesregierung erst versucht wird, ist eine Wertung vorzunehmen. Die Bevölkerung unseres Landes hat doch das Recht, nach 14 Jahren Krieg eine eindeutige Wertung der Bundesregierung zu erfahren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag für einen Satz, in dem man die Wertung zusammenfassen könnte. Der würde bei mir lauten, die deutsche Kriegsbeteiligung war ein grundlegender Fehler und die Konsequenz, die wir daraus ziehen, heißt nie wieder. Das möchte ich, dass das hier im Bundestag auch festgeschrieben wird. Man kann sehr deutlich, wenn man die einzelnen Punkte sich anschaut, sehen, welche Probleme mit diesem Krieg aufgeworfen worden sind. Nicht gelöst, sondern aufgeworfen worden sind. Das erste Problem ist, dass man sich davor drückt, eindeutig zu sagen, dass auch die deutsche Kriegsbeteiligung, die ja von den jeweiligen Regierungen in unterschiedlichen Farbenzusammenstellungen, was nicht so erheblich ist, dazu beigetragen hat, dass Menschen in Afghanistan ihr Leben verloren haben. Sie haben nicht Leben gerettet, sie haben in Afghanistan Leben vernichtet. Und ich glaube, das muss man mit aller Deutlichkeit aussprechen. 70.000 Menschen sind seit 2001 im Zuge dieses Krieges umgekommen. Das ist eine furchtbare Katastrophe, eine furchtbare Bilanz. Davor kann man sich nicht drücken. Wenn das so ist, müsste doch eine Regierung mal einen Gedanken darauf verschwenden, wie Schuld, die man auf sich geladen hat, abgetragen werden kann. Ich finde, dieser Bundestag muss darüber nachdenken, Schuld abzutragen und nicht neue Schuld aufzuhäufen. Das Zweite, wenn Sie es nachprüfen, ist, wie viel Geld in diesem Krieg falsch eingesetzt worden ist. Geld für Krieg ist immer falsch. Insgesamt sind mindestens 11 Milliarden, das wird dann beschrieben mit einsatzbedingten Ausgaben, für ISAF und OEF eingesetzt worden. Ich habe noch gar nicht reingerechnet, wie viel Geld in neuen Ausgaben für Rüstung dann zusätzlich reingeflossen ist. Was könnte man mit 11 Milliarden, wenn sie von Anfang an sinnvoll eingesetzt worden wären, an Not, Elend, an Unterentwicklung in solchen Ländern korrigieren? Das wäre die Aufgabe und die Chance gewesen, die man gehabt hat. Das ist nicht passiert. Und es schmerzt ungeheuer, dass auch heute keine Idee von politischen Lösungen überhaupt präsentiert werden. Schauen Sie, wenn man die afghanische Entwicklung wirklich vorantreiben will, in einer vernünftigen Art und Weise, kriegen Sie es nicht hin, ohne dass der Iran und ohne dass China in diese Lösung eingebunden werden. Es liegt doch auf der Hand. Was kommt? Nichts kommt da. Politik, Fehlanzeige bei dieser Bundesregierung, Militärausgaben, immer offene Taschen. Das finde ich falsch. Ich glaube, zur Bilanz gehört auch, dass das Völkerrecht vielfach gebrochen worden ist. Es hätte immer andere Chancen gegeben, einen Krieg abzuwehren, einen Angriff abzuwehren. Dazu bietet das Völkerrecht genügend Gelegenheiten. Aber dann muss auch die Verantwortung auf die Vereinten Nationen übergehen und nicht von einer Koalition der Willigen oder Unwilligen eigensüchtig in Anspruch genommen werden. Das Völkerrecht ist gebrochen worden, auch mit der deutschen Beteiligung. Und ich will Ihnen auch dazu sagen, auch Deutschland ist an gezielten Tötungen in Afghanistan beteiligt. Davon können Sie sich ja nicht drücken. Das ist doch so. Durch die Benennung von Menschen. Meine Kollegen, die ja hin und wieder im Verteidigungsministerium dabei waren, haben doch die Bilder gesehen. Durch die Benennung von Menschen und Namen auf diesen Listen, das war Ministerangelegenheit, sind Menschen gezielten Tötungen ausgeliefert worden. Ich finde es eine furchtbare Katastrophe, dass wir dem, was wir vorgeben, bekämpfen zu wollen, mit diesem Krieg immer ähnlicher geworden. Das ist der Preis eines Krieges und da muss man raus aus dieser Spirale. Ich möchte auch festgehalten wissen, auch das gehört ja zur Bilanz, dass Deutschland in diesen Krieg hineingelogen worden ist und der deutschen Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt die Wahrheit gesagt worden ist. Die Losung,
dass in Afghanistan auch die deutsche Sicherheit verteidigt wird. Das hat viele Menschen getäuscht. In Afghanistan ist nicht die Sicherheit Deutschlands oder Europas verteidigt worden. In Afghanistan haben wir Krieg geführt, und Krieg schlägt irgendwann immer zurück. Das erleben wir doch dieser Tage. Also auch dort ist aus meiner Sicht ein nie wieder notwendig. Nicht mehr lügen, nicht mehr in Kriege lügen, das ist unbedingt wichtig. So, und wo wir beim Lügen sind, es ist auch eine Lüge, dass der deutsche Militäreinsatz in Afghanistan beendet wird. Sie lassen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, die USA lässt ein großes Kontingent in Afghanistan. Die werden, da können Sie tausendmal sagen, die sollen ausbilden, die werden wahrgenommen als Besatzer. Solange Besatzer in Afghanistan sind, werden sie keinen Frieden in Afghanistan kriegen. Deswegen muss man jetzt die Bundeswehr komplett abziehen, um ein Beispiel zu setzen, dass endlich nach 14 Jahren dieser Krieg beendet wird. Das ist meine Konsequenz aus der fleißigen Arbeit, auf 186 Fragen Antwort zu geben. Das ist eine politische Konsequenz, und vor dieser Konsequenz können Sie sich nicht drücken, weil die auch mehrheitsfähig in der deutschen Bevölkerung ist. Und ich sage Ihnen, ich finde es sehr schön in unserem Lande, dass man mittlerweile mit Frieden und nicht mit Kriegsbeteiligung Wahlen gewinnen kann. Sollten Sie ein Beispiel dran nehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat der Kollege Roderich Kiesewetter das Wort.